Alles auf. Deine Namen. Der Mann begrüßen zu dürfen. Was ist der Fußball und was wäre der Fußball ohne unsere Fanclubs? Ganz egal, woher ihr auch alle seid, wenn ich den einen oder den anderen nicht nenne, ob es Hohe Düne oder der Fanclub zur Kogge oder der Fanclub Wikinger, die Lessigen und so weiter sind. Ich möchte alle Vertreter unserer Fanclubs ganz herzlich hier begrüßen. Ihr habt das sicher gemerkt, wie die Mannschaft auch reagiert, wenn Erfolge da sind. Die Zäune werden auch bei uns im Stadion verstärkt. Die kennt ihr, wenn wir diese 40 Minuten uns hier verständigt haben, ausgetauscht haben, dann möchte ich euch natürlich alle ganz herzlich auf. Hallo, du hast noch mal ein Programm. Michael, ihr kennt das sicher, ne? Ich hab meine weg. Ich auch im Spiel. Ich hätte mich eigentlich praktisch bloß dazu bereit erklärt, die ins Netz gefallenen Bälle wieder zum Anschlusspunkt zu bringen. Ich würde vorschlagen, ja, wir spielen dann eben mit 3 Torhütern, dass ich die ersten 10 Minuten vielleicht zum Einsatz komme, mich dann auswechseln lasse und dann die anderen beiden Sportfreunde auch mitspielen darf. Okay. Doch keiner sich jetzt Wort meldet. Vielleicht hier der Stadionsprecher mal ein paar Worte an euch. Diese Abstimmung. Sind das Ungenähte? Und wer macht das? Hast du schon was geholt? Kein Problem. Und davor bin ich kann das sagen, ne? Dabei. Doch bitte ohne Schläge rein.
Wer möchte noch Fragen stellen oder vielleicht gibt es noch ein paar und Ärmel? Ja, die Freunde. Wie schätzt er den FC Hansa ein? Also bislang habe ich ja FC Hansa beobachtet und ich meine, FC Hansa spielt eine super Rolle. Und ich gehe davon aus, jetzt ohne Schmutz zu machen, dass ihr in der zweiten Halbserie an diese guten Leistungen anknüpft und dann auch in der Bundesliga in der nächsten Saison zu sehen ist. Und ich glaube, sie spielen dort auch dann eine sehr, sehr gute Rolle. Und da sind die Rostocker Fans mit dabei, ja? Schönen Dank. So, ich würde sagen... Vielleicht besser als wir jetzt hier in dieser Kälte, wenn vielleicht noch mehr Zuschauer kommen, wenn ein paar Urlauber hier und so, die können wir vielleicht dann auch mehr mit ansprechen. Ja, die Udo. Sondern fangen nicht so viele heute. Oh, ich versuch's. Wer spielt denn gegen Henry Fuchs? Wer spielt gegen Henry Fuchs? Ja, wer spielt denn Fuchs? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Wer so, weiß das? Nein, das macht das. Ja. Wer spielt? Warten Sie mal, ich hole mal meine gute Aufstellung raus. Ich glaube, Heiko Dombrowski. Wer ist das? Heiko Dombrowski hier. Das ist er mit der 7. Der 7 hier. Aha, hier vorne, ja. Gut. Moment. Moment mal, Heiko Dombrowski? Ja. Du spielst gegen Henry Fuchs? Ja, wahrscheinlich. Und wie fühlst du dich gegen so einen ausgefuchsten... Ja, wir werden sehen, was du machen lässt, ne? Ich werde mein Bestes geben, ne? Hoffen wir nicht. Kein Durchkommen oder wie? Ey, bei mir? Ja. Wir werden sehen. Okay. Ich hoffe es. Alles Gute. Zum anderen, dass wir auch heute den FC Hansa die Treue halten und trotz dieser doch etwas niedrigen Temperaturen, die den Weg ins Stadion gefunden haben. Der zweite Grund, warum ich das Mikrofon ergreife, ist folgender. Gelegentlich treffe ich mich mit Freunden, um abends ein wenig Musik zu machen. Und wir haben uns mal Gedanken gemacht, speziell mit zwei von ihnen. Ich möchte die Namen nicht unerwähnt lassen. Das ist das Ehepaar Katrin und Thorsten Franz, die auch unter ihnen waren heute. Meinen neuen Hansa-Song zu schreiben. Da haben wir uns gedacht, weil ja doch die Mehrheit unserer Fans Jugendliche sind, die ganze Sache mal ein wenig rockiger angehen zu lassen. Und so haben wir ein Lied aufgenommen, ich betone zu Hause. Es fehlt also noch die professionelle Qualität. Und ich bitte jetzt Lieder, kannst du die Regler aufdrehen? Viel Spaß! Ich würde sagen, ich muss hinten in die Mitte, damit das Bild nicht gesprengt wird. So, kommt hier. Hier hin. Ja, ja, komm. Hier. Hey, mal kurz, du stehst im Tor? Ja, bloß 10 Minuten. Mit wie viel Gegentoren rechnest du denn so? Na, ich habe mir vorgenommen, nicht von allen Hansa-Spielern einen reinzukriegen. Danke. Wer ist denn der Gefährlichste für dich? Oh Gott. Ich sag mal, die können alle Fußball spielen. Und für mich ist jeder gefährlich. Weil für mich ist das dritte Spiel auf Großfeld. Alles. Die anderen beiden sind schon lange her. Toll, toll. Was ist denn das für ein Gefühl, jetzt in Kürze hier auf diesen heiligen Rasen auflaufen zu können? Oh, das ist ein schönes Gefühl und wir freuen uns alle zusammen, die Fanclub-Auswahl, dass das mal möglich wurde und dass wir die Ersten sind, dass das passieren kann. Habt ihr extra trainiert für das Spiel? Ja, wir haben zweimal, dreimal in der Turnhalle trainiert, war alles gut organisiert und so sind wir fit für heute. Nur ist ja Turnhalle und Großfeld ein bisschen was anderes. Ja, natürlich, aber die Möglichkeiten, es war nicht so vorhanden, aber... In der Turnhalle hatten wir gute Möglichkeiten. Wir konnten da 2 Stunden trainieren, 2-mal in der Woche. Und wir glauben, wir sind fit. Alles Gute dann. Dankeschön. Ja.
Haben Sie denn einkalkuliert, hier auch zu verlieren gegen die Fans? Ja, gegen die Fans muss man das immer einplanen. Die Jungs haben trainiert. Spielen Sie volle Pulle? Wir müssen, glaube ich, volle Pulle spielen, sonst gewinnen wir das Spiel nicht. Der Trainer hat gesagt, wenn der FC Hansa verliert, gibt es eine Woche weniger Urlaub. Ja, da müssen wir uns noch mal drüber unterhalten. Okay, alles Gute. Spaß, Gaudi, ja, oder? Sicherlich. Mehr Gaudi. Mehr Garten. Was passiert denn, wenn der FC Hansa verliert? Weiß ich nicht. Damit rechnen wir ja gar nicht, dass wir verlieren. Aber Spaß an der Freude soll es sein. Viele Tore. Und wenn wir 5-5 spielen oder 7-5 verlieren, ist auch egal. Zeigen Sie was Besonderes? Nö, nichts. Was Besonderes sein. Kannst du mal kurz so machen, also OAC vom Timecode? Ja, dann nützt das nichts. Wenn kein Timecode ist, dann kann er nicht schneiden. Yeah.
Das sieht der Fachmann sofort. Ne? Ich muss wieder was machen. Gut, schönen Dank. Gut, erst Pause wieder. Was sagen Sie denn zu der Fanauswahl? Ja, man sieht, Sie können mithalten. Ne? Sie haben zwei Tore geschossen, spielen offensiv. Und Sie haben einen guten Mann vorne drin, also den können wir noch gebrauchen. Die 10 hat er, glaube ich. Und bei Ihnen geht's denn noch? Langsam wird die Luft ein bisschen knapp. Und ich meine, auch im Hinblick auf die zweite Halbserie wäre es so besser, wenn ich jetzt drin bleibe. Okay, danke. Einmalig bisher und wir haben sowas, solange wie ich hier spiele, noch nicht gemacht und ich finde das sehr gut und man kommt mit den Fans ins Gespräch und die Leute sind begeistert und in der heutigen Zeit, finde ich, ist es nur positiv zu sehen. Und hat Fadi gut gespielt? Ja. Gut, danke. Nein! Der Torwart ist fast nicht zu zwingen. Kommt hier weiter zurück! Los, bist du weit? Wer schießt? Ey, bist du nicht was zu weit? Niemand hier hinten. Jawohl! Na und? Kommt auf den Arsch noch weiter raus hier. Wie oft soll man das noch sagen? Müsst ihr von da ein bisschen was ich denke. Ich hab hier auch wieder. 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 Ich hab hier auch wieder.